Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Subsistence. Ja, ich habe wieder gute Neuigkeiten für euch, denn es ist ein neues Update rausgekommen für Subsistence. Und ja, die Änderungen bzw. die Neuerungen gucken wir uns jetzt dann gleich in den nächsten paar Minuten an. Um euch das Ganze aber zeigen zu können, muss ich als allererstes mal nach Hause und von daher gehen wir jetzt gleich mal schnurstracks zur Base, damit ich euch, wie gesagt, die relevanten Dinge zeigen kann. Ich kann aber gleich mal an der Stelle auf einen anderen Punkt eingehen. Es wurde jetzt unter anderem geändert, dass die Jäger sich noch größere Basen bauen als wie bisher schon. Und ja, die Startjäger praktisch haben dann relativ kleine Basen. War da ein, oder war ein Bär? Ja, die Startjäger haben relativ kleine Basen, wie gesagt. Und je länger, dass sich die dann ansiedeln, umso größer wird die Base. Und ja, noch viel größer als die bisherige letztendlich. Und damit wir uns entsprechend auch verteidigen können, gibt es jetzt die Möglichkeit, dass wir unsere Base, Moment, ich brauche schnell das nötige Werkzeug dafür. Ah. Na, so nicht. Jetzt da. So, das ist auf 6, genau. Dass wir unsere Base upgraden. Und zwar mit diesen Stahlplatten, die ihr da unter dem Holz letztendlich seht. Ich brauche dafür 3 Stahlplatten, dann könnte ich meine Wand hier upgraden und dann hätte die letztendlich mehr Hitpoints. Und genau das werden wir jetzt auch gleich mal versuchen zu tun. Dafür brauche ich die Stahlplatten und die Stahlplatten kann man hier craften. Genau, das sind nämlich diese Alloy Sheets. Dafür brauche ich unter anderem Iron Fragments und Zink Fragments und wenn ich Glück habe, dürfte ich da noch ein paar auf Vorrat haben. Aber zuvor lege ich mal eben geschwind das Fleisch hier drauf, bevor es mir wieder schlecht wird. So wie das Gammelfleisch in meiner Truhe da hinten. So, Zink Fragments und Iron Fragments. Ja, da haben wir noch genügend. Da können wir gleich mal einen Großteil der Base upgraden. So, Alloy Sheets. Macht man einfach mal. Ja, ist ja wurscht. Machen wir einfach mal alle. Dann sehen wir auch entsprechend, wie sich das Ganze auf die Wände auswirkt. Wie dir dann die neue Textur aussieht. Wird eh langsam schon wieder finster. Von daher war es gar nicht schlecht, dass ich gleich nach Hause gegangen bin. Dabei können wir ja den Rest hier reinpacken. Das kommt hier hin. Das. Okay, den packen wir mal hier unten hin. So und so. Und das Hühnchen, das lassen wir jetzt mal so. Habe ich eigentlich noch Nahrung bzw. Wasser? Oh je, ich habe kein Wasser mehr. Aber ich habe ja draußen meinen Brunnen. Schauen wir doch gleich mal. Wie geht's denn an meinem Brunnen? Naja, ist ja noch nichts da. Nur zur Hälfte. Ja, dann nichts wie anwerfen das Ding. Nicht, dass ich hier noch qualvoll verdurste. So, wie geht's dem Fleisch? Das Fleisch ist fertig. Dann runter damit. Schlagen wir uns gleich mal den Bauch voll. Zweimal Fleisch. Sehr gut. So, Licht machen wir auch an. Sonst könnt ihr ja gar nichts erkennen. So und so. Gut. So, 6 Stück haben wir schon. Und dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal schnurstracks ans Upgraden. So, machen wir am besten. Machen wir am besten mal diese Fensterfront hier. Ihr seht, die hat aktuell 600 Hitpoints. Und dann schauen wir doch gleich mal, wie sich das Ganze entwickelt, wenn ich das verbessere. Okay, brauche ich Holz auch noch? Nein, glaube ich brauche ich nicht. Genau.
Ich bräuchte Holz nur zum Reparieren. Zum Upgraden brauche ich es nicht. Und so sieht dann die Metallwand aus. Hui. Ja, die kann sich sehen lassen. Nicht schlecht. Ordentlich. Schauen wir mal von draußen. Ups. Okay, ist natürlich jetzt schlecht, weil hier draußen habe ich kein Licht, gell? Da kennt man nichts. Schauen wir uns dann aber, sobald es wieder Tag wird, an. Aber von innen macht es durchaus einen sehr soliden Eindruck. Und die Hitpoints, Moment, da haben wir sie. 1500. Also gut, ja, über das Doppelte. Das sollte die Jäger erstmal aufhalten, hier sich bereit zu machen bei mir. Und ein bisschen beschäftigen mit meinen Wänden. Wir haben ja noch mehr Platten gecraftet. So, 8 Stück, genau. Jetzt muss ich direkt mal schauen. Die Tür, genau, die Tür kann ich leider nicht upgraden. Das wäre jetzt noch was gewesen, wenn ich hier mir eine Metalltür reinsetzen hätte können. Aber gut, hilft nichts. Dann schauen wir uns aber das Ganze mal bei der Foundation auch an. Denn da funktioniert das auch. Okay, da brauche ich sogar 4 Metallplatten. Genau, so sieht das aus. Und man hört es vielleicht schlecht oder sehr, sehr wenig, aber wenn er genau hinhört, dann hört sich das an, wie gesagt, im Spiel, als würde ich eben auf Metall laufen. Und auf dem Holz kennt er den Ton. Wie gesagt, das Knarzen der Holzbretter. Finde ich, ist echt gut umgesetzt worden und gefällt mir richtig gut hier die Textur. Also macht auch ordentlich was her. Von den Hitpoints 750 zu 2000. Ho, puh, ja, das ist ordentlich. Da glaube ich, müssen wir mal unsere Holzbase hier auf lange Sicht alles mit Metall und Stahl upgraden, damit das alles schön ein, ja, ein schöner Metallbunker hier wird. Vielleicht an der Stelle, wenn wir eh schon bei den Sounds gerade sind, man hört es vielleicht hier auch gleich, praktisch wenn ich auf den Boden aufkomme, wurde auch ein neuer Sound hinzugefügt. Ich bin mal kurz still, so dass er das auch direkt hört, den Unterschied. Genau. Was gibt's noch Neues? Nicht, dass ich jetzt noch was vergesse im Eifer des Gefechts. Genau, die Hunterbasen, die habe ich angesprochen. Die neuen Wände und die neuen, ja, Metallplatten, die es gibt. Es wurde jetzt auch unter anderem an den Medikits herumgeschraubt. Da brauche ich jetzt weniger Stoff, wenn ich das richtig gesehen habe oder richtig gelesen habe, besser gesagt. Wo haben wir sie denn? Genau, nur noch einmal close. Ich glaube, das waren früher immer 2. Legt mich jetzt aber bitte nicht drauf fest. Ich denke aber, das waren auf alle Fälle mehr als ein Kleidungsstück. Genau, das wären eigentlich so die großen Neuerung gewesen an der Stelle. Habe ich sonst noch irgendwas zum Upgraden? Stimmt, die Treppe. Kann ich die upgraden? Oder kann ich die nicht upgraden? Normalerweise? Nee, ich glaube, die kann ich nicht upgraden. Muss ich direkt mal gucken, ob es bei den Dachelementen hier geht. Machen wir mal kurz Licht. Sonst sieht man nichts. Hier geht's nicht. Hier auch nicht. Nee, Repair steht da nur. Okay, da geht's noch nicht. Nur bei den Wänden praktisch und ja, bei den entsprechenden Foundations können wir das Ganze upgraden. Gut, nicht schlecht. Also wie gesagt, mir gefällt's. Ihr könnt mir ja mal reinschreiben, wie euch das neue Update so gefällt und ja, wie euch auch diese Texturen hier gefallen. Und ich würde sagen, wir uppen jetzt einfach gleich noch hier direkt den Teil, direkt beim Eingang. Kann nicht schaden, wenn der ein bisschen höherwertig ist. Wenn wir jetzt noch die Tür uppen könnten, das wäre es natürlich. Dann wird das alles schön ins Bild hier reinpassen. So eine Holztür zwischen zwei
Metallrahmen schaut ein bisschen billig aus, aber gut. Das kommt ja vielleicht noch. Wer weiß das schon. Aber wünschenswert wäre es auf alle Fälle. So, mein Charakter hat Durst. Dann muss ich mal kurz nach draußen. Wo habe ich denn meinen Leuchtstick? Da ist er. Gehen wir mal kurz nach draußen und schauen hier, wie es aussieht mit meinem Wasser. Eine Einheit Wasser haben wir. Sehr schön. Gut, so will ich das. Dann nichts wie rein da. Und machen wir uns gleich mal Berry Water. Da. Sehr gut. Dann ist der Durst auch wieder gestillt. Perfekt. Um vielleicht noch mal kurz auf diese Metallplatten hier zurückzukommen. Ihr seid nicht unbedingt angewiesen, euch die zu craften. Ihr könnt die auch farmen in den Kisten. Letztendlich könnt ihr die finden. Vielleicht schaffen wir es auch nachher jetzt dann gleich noch, wenn es wieder hell wird, solche Metallplatten zu finden. Ich glaube, es wird auch schon wieder langsam, oder? Ja, lang dauert es nicht mehr, dann ist es wieder hell. Und dann können wir gleich mal schauen, aus welchen Kisten wir diese Metallplatten hier droppen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das wahrscheinlich aus diesen Baukisten ist, wo wir auch die ganzen Baumaterialien rausbekommen. Aber wie gesagt, das ist reine Spekulation jetzt gerade meinerseits. Und ich würde sagen, da lassen wir uns einfach überraschen, wenn es dann soweit ist. Split. Nehmen wir lieber ein bisschen Munition mit. Das packen wir hier rein. Ah ja, wird wieder hell. Sehr gut. Dann machen wir oben auch wieder das Licht aus. Keine unnötige Stromverschwendung hier. Ah ja, jetzt sieht man es auch schön. Genau, so sieht es von außen aus, wie gesagt. Von außen wie von innen. Schaut das Ganze jetzt schon sehr viel stabiler aus. Gut, habe ich alles. Ich habe was getrunken, ich habe was gegessen. Dann würde ich sagen, gehen wir direkt nach draußen. Wie schaut es mit dem Stromverbrauch aus? Minus 0,44. Okay, ich lasse jetzt lieber mal draußen den Brunnen hier vor sich hinbohren, bevor ich noch mehr Geräte einschalte. So dass ich da, wie gesagt, keine Wasserknappheit unnötig erzeuge. Und dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal ein bisschen spazieren. Schauen wir uns mal ein bisschen um nach entsprechenden Kisten. Vielleicht haben wir ja Glück und finden wir gleich so eine. Dann sehen wir auch gleich, ob es sich eher lohnt, diese Metallplatten selbst herzustellen oder ob die Droprate so groß ist, dass das Herstellen unnötig ist. So, wir haben hier eine Kiste. Da wird da wahrscheinlich, nee, nicht das entsprechende drin sein. Das dachte ich mir fast. Da oben sehe ich noch eine. Das könnte sogar so eine Baumaterialkiste sein. Ein Wolf. Na, vielleicht. Ich will jetzt eigentlich eine Konfrontation vermeiden. Hm, auch nix. Na, hat er uns eh schon auf dem Kicker. Ui, Fibers. Lass ich nicht liegen, die nehme ich lieber mit. Da hinten ist auch schon wieder ein Wolf. Ja, sag mal. Schneiden mir hier alle den Weg ab. Die ganzen Wölfe. Vielleicht hier irgendwo. Nee, schaut nicht so aus. So eine Kiste wäre es jetzt mit ein paar Metallplatten drin. Die werden auf alle Fälle gleich wieder sicher angelegt. Da oben haben wir eine.
Dann nichts wie nach oben. So. Trommelwirbel. Vielleicht, wenn wir Glück haben. Nee. Kein Glück. Okay, da nur zwei Wölfe. Da haben wir noch Scrub Metal. Aber sonst weit und breit nichts. Oh ja, was? Ich dachte mir noch, ja, hupf rüber. Funktioniert. Einfach frei. Ohne Probleme. Craft your own, ja. Ist mir klar. Aber ich weiß ja zum Glück, wo ich hingegangen bin. Ja, das hat sie jetzt noch gebraucht. Vor lauter schnell, schnell. Und hudeln. Da kommt sowas dann zustande. Ja, das passiert mir auf alle Fälle kein zweites Mal, von daher. Ein gewisser Lerneffekt ist ja da. Also hat es ja auch was Gutes. So, wo war das jetzt hier? Ich hoffe, ich finde nur den Punkt wieder. Ich darf mich auch nicht ausloggen, sonst ist die Kiste, wie gesagt, weg. Immer. Aber da ich nicht allzu weit weg war, denke ich, dürfte ich die finden. Oh shit, ein Bär. Ein Bär, ein Bär, ein Bär. Wo ist der Bär? Okay, der Wolf knurrt unten schon, toll. Wie soll ich jetzt an meine Kiste rankommen? Okay, da unten liegt sie. Das ist ja schon mal äußerst positiv. Base Beacons established. Okay. So, leise. Da habe ich wieder alles. Heieieiei. Ist ja gerade nochmal gut gegangen hier. So, ist hier alles ruhig in der Nähe? Ja, ist alles ruhig. Dann ziehe ich mir das Ganze mal kurz an. Wieder mein Zeugs. Sonst renne ich hier so nackt umher und das möchte ich auch nicht. Dies haben wir hier, das haben wir hier, das haben wir hier, hier die hin, so und so und so. Das einzig Gute ist, ich habe jetzt wieder einen Glowstick mehr. Und ich glaube, ich habe jetzt auch eine Hose mehr, gell? Ja, genau. Was kann ich mit der machen? Tear into Rags. Schauen wir mal, was ist denn das? Ah, okay, zerreißen in Streifen praktisch. Gut, so, dann bin ich jetzt wieder voll ausgerüstet und dann sammeln wir hier aber hinten noch die zwei Erzverkommen ein. Denn die brauchen wir schließlich, um entsprechend dann die Metallplatten herzustellen und damit ich meine Base verstärken kann. So, Eisen und Zink, sowieso die relevanten Ressourcen. Da oben haben wir noch ein Erzvorkommen. Da, wieder Eisen, sehr gut. Da noch Scrap Metal, ja perfekt. So kann es weitergehen. Hier hinten haben wir auch noch was. Ja, sag mal, jetzt aber. Perfekt. Ui, der Bär. Und ein Wolf.
gehe ich lieber erstmal ein paar Schritte. So. Na, er gibt noch keine Ruhe. Er folgt nach wie vor der Spur. Da haben wir auch einen Wolf. Ja, sag mal, die wollen mich einkreisen, glaube ich. Gibt jetzt mal Ruhe hier. Na, wenigstens das Häschen greift mich nicht an. So, haben wir hier noch irgendwo eine Kiste? Vielleicht? Nee, schaut zumindest nicht so aus. Gut, ja, ihr Lieben, das war, wie gesagt, eine Folge wieder von Subsistence. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder einschaltet. Macht's gut, bis dahin, euer Warhead. Ciao.